In der Woche vor Halloween hat Apple fast seine gesamte Mac-Baureihe erneuert. Mit dem iMac, mit dem neuen Mac Mini und mit dem neuen MacBook Pro. Haben wir hier beide schon mal stehen. Einmal ein MacBook Pro 14 Zoll und einmal ein MacBook Pro 16 Zoll. Und wir haben die auch schon getestet und was dabei rausgekommen ist, das erzählen wir euch jetzt. Das hier ist das kleinste Modell. Das ist ein MacBook Pro 14 Zoll mit M4 Prozessor. Wer jetzt hier ganz genau hinguckt, der wird feststellen, da gibt es wieder eine USB-C-Buchse. Das war bei dem ersten MacBook Pro 14 Zoll mit ganz kleinem Prozessor, damals mit dem M3, eine Sparmaßnahme von Apple, dass man da halt eine USB-C-Buchse weggelassen hat, kam bei den Usern nicht so gut an. Und jetzt mit der neuen M4-Serie hat man halt, egal welches Modell man kauft, immer drei USB-C-Buchsen am MacBook Pro, egal ob 14 oder 16 Zoll und immer mit der Möglichkeit, auch einen Bildschirm anzuschließen, über die USB-C-Buchse zu laden oder eben auch Thunderbolt-Geräte anzuschließen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Konfigurationen stehen. Das MacBook Pro 14 Zoll ist ein kleineres Modell. Wie gesagt, es ist das Modell mit M4-Prozessor. Es gibt es auch noch mit M4 Pro und M4 Max. Und die Besonderheit hier ist gar nicht mal, dass so viel Speicher oder schneller Prozessor drin steckt, sondern die Besonderheit ist hier das Nanotextur-Display. Das heißt, wir haben hier eine neue Display-Technik, die ist jetzt bei Apple zum ersten Mal in einem Laptop zum Einsatz gekommen. Gibt es schon ein bisschen länger, kam vor einigen Jahren beim Pro XDR-Display, dann hat es das Studio-Display bekommen, dann im Mai die iPad Pros und jetzt auch der iMac und eben die MacBook Pros. Man muss das dazu bestellen, es kostet ein bisschen Aufpreis. Und das Neue hier auch ist, das ist so ähnlich von der Wirkung her wie bei den schon bekannten Displays und iMacs. Das Display ist ein weiterhin Hochglanzdisplay, spiegelt aber nicht so stark. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Lichtquelle drauf erscheinen habe, eine Taschenlampe zum Beispiel, damit kann man das gut ausprobieren, oder halt direkt am Fenster sitze und die Sonne knallt halt so richtig schön rein, dann spiegelt es auf dem Display nicht so. Und das ist einfach angenehmer, weil ich muss halt nicht die Spiegelung irgendwie mit großer Bildschirmhelligkeit überblenden, sondern ich kann halt eine relativ moderate Bildschirmhelligkeit einstellen und trotzdem werde ich nicht von Spiegelung genervt. Ist ein tolles Feature, hat uns wirklich gut gefallen, kostet aber Aufpreis. Das Notebook hier auf der anderen Seite, das ist ein MacBook Pro 16 Zoll und das gibt es nicht mit M4, das gibt es nur mit M4 Pro oder M4 Max Prozessor und auch mit einer etwas größeren Ausstattung. Also hier zum Beispiel ist ein M4 Pro drin, 48 GB Arbeitsspeicher und eine 2 TB SSD und das merkt man dann gleich beim Preis. Dieses MacBook Pro ist auch nicht das kleinste, das geht bei 1900 los. Diese Ausstattungsvariante, die hier steht, kostet etwa 2300 Euro und hier stehen halt etwa 4200 Euro und das kommt halt hauptsächlich durch den großen Speicher und halt auch durch den schnelleren Prozessor. Viel Geld und die spannende Frage ist halt, lohnt sich das, so viel Geld auszugeben für einen Laptop? Ja, kann man schon so sagen. Also das geht schon mal los hier mit dem MacBook Pro 14 Zoll M4, das ist ein wirklich schneller Laptop, sehr leise dabei, also selbst unter Volllast drehen die Lüfter nur ein bisschen auf und der M4 ist halt nicht nur schneller als die vorherigen Generationen, das war bei Apple bisher immer der Fall, also M2 schneller als M1 und M3 schneller als M2 und M4 ist natürlich schneller als M3, aber der Sprung fällt bei den MacBook Pros ziemlich deutlich aus, also bei unseren Geschwindigkeitsmessungen ist es so, das MacBook Pro mit M4, das ist so ungefähr auf Augenhöhe von dem MacBook Pro mit M3 Pro, also quasi eine Nummer größer beim Vorgänger. Und dann kann man halt eben, wenn man ein schnelles Gerät zum Mitnehmen sucht, einfach mal das kleinste Modell beim MacBook Pro 14 Zoll kaufen und muss halt nicht ganz so viel ausgeben und kann das gesparte Geld eben in mehr Arbeitsspeicher, in eine größere SSD oder halt dieses Nanotextur-Display reinstecken. Fun Fact, das heißt zwar genauso wie beim iMac oder beim Studio Display, ist aber eine komplett andere Technik, weil hier bei den Laptops haben wir keine Glasscheiben. Also bisher war es ja so, die Glasscheibe vom Display wurde mit einer speziellen Technik auf Nano-Ebene leicht aufgeraut. Das reduziert halt die Spiegelung. Und bei den MacBook Pros steckt diese Nanotexturtechnik in der Polarisationsfolie im Display. Ist halt komplett andere Technik. Aber der Effekt ist halt genauso, es spiegelt einfach deutlich weniger und es ist eben kein mattes Display. Und das ist halt sozusagen das Beste aus beiden Welten. Das Display ist richtig knackig von den Farben her, richtig schön kontrastreich und nervt aber nicht mit Spiegelung. Also das hier schon ein richtig schneller Laptop. Wie sieht es denn mit dem M4 Pro aus?
Ja, der ist halt nochmal eine ganze Ecke schneller. Der setzt dir auch so bei den Laptops neue Bestwerte. Es bleibt noch ein bisschen Luft für den M4 Max, also für die ganz, ganz harten Power-User, nenne ich die mal jetzt, die also, was weiß ich, Videos schneiden aus 3, 4, 5 großen 4K-Video-Streams, wie man das so schön sagt auf Neudeutsch. Für die gibt es durchaus noch einen Grund, einen M4 Max zu kaufen, aber ganz ehrlich, wenn man einfach nur einen großen, schnellen Laptop sucht mit einem Apfel drauf, dann reicht auch das kleinste MacBook Pro 16-Zoll Modell. Der M4 Pro ist wirklich schnell. Also wir gehen davon aus, dass der M4 Max noch eine Schippe drauflegen wird, aber das werden wir dann klären, wenn wir das Testgerät haben. Ja, also außen hat sich nicht viel getan, innen drin eine ganze Menge beim MacBook Pro. Preise sind relativ zivil, also ja, Apple ist immer teuer, aber zum Beispiel auch eine Sache, die mit M4 und macOS Sequoia kommt ja auch so jetzt langsam aber sicher Apple Intelligence auf die Laptops von Apple, also sprich der KI-Assistent oder eine Sammlung von KI-Funktionen im Moment ist es eher so. Es wird sehr, sehr tief ins Betriebssystem integriert, sodass man es nicht so als Assistenten aufrufen muss, sondern es ist quasi immer irgendwo drin. Im Moment läuft ganz viel von diesem Apple Intelligence nur, wenn der Mac auf amerikanisches Englisch als Sprache des Betriebssystems eingestellt ist. Aber das wird sicherlich dann auch noch für Deutsch kommen. Und Apple Intelligence braucht mehr Arbeitsspeicher, weil da halt eben unglaublich große Datenmengen verarbeitet werden. Und das hat den angenehmen Effekt, dass das kleinste MacBook Pro mit dem kleinsten Prozessor jetzt serienmäßig mit 16 GB Arbeitsspeicher kommt. Und das ist wirklich willkommen, auch bei anderen Anwendungen, gerade so Photoshop oder Final Cut oder so andere Foto- und Videobearbeitungsprogramme profitieren einfach von viel Arbeitsspeicher. Wir haben ja gesagt, M4 ist schneller und effizienter. Was macht das denn bei der Batterielaufzeit? Ja, das bringt eine ganze Menge. Also wir haben hier bei beiden Laptops, also hier ist ja ein größeres Display drin, verbraucht mehr Strom, hat dafür einen dickeren Akku. Und dann haben wir bei beiden neuen Apple MacBook Pros Batterielaufzeiten von so um die 8 3/4 Stunden. Und das bei wirklich, wenn die schwitzen müssen, also wenn man sozusagen die nicht wirklich fordert, weil man nur ein bisschen im Internet surft oder so oder ein paar Mails beantwortet, dann halten die auch noch länger. Also das ist ein ganz schöner Sprung gegenüber den Vorgängermodellen, also mehr Tempo und mehr Ausdauer. Das ist wirklich eine tolle Kombination. Die neuen MacBook Pros haben sich wirklich verbessert. Es gibt halt dieses neue Display, das gibt es leider nur gegen Aufpreis, aber es ist eine echte Verbesserung. Und ansonsten gibt es deutlich mehr Tempo und deutlich mehr Ausdauer zu gleichen Preisen und ganz unten noch ein bisschen bessere Ausstattung. Also absolute Empfehlung.